Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Folge vom Hassalphabet. Heute habe ich für euch den Buchstaben E wie erster Schreiber. Ja, diese sind sehr unnötig und sehr weit verbreitet und bereits jetzt findet ihr sie schon in den Kommentaren. Wetten wir? Elektrozäune. Wieso das denn? Oh. Erektion in einer engen Jeans. Ja, das ist wirklich sehr ätzend. Ekelhafte Pisser, die einem die Luft aus dem Reifen lassen und dann das Ventil wegschmeißen. Gott, wer macht denn sowas? Ex-Freund. Treffer. Heute geht es um Ex-Partner. Intro. Ja, höchstwahrscheinlich haben wir das alle schon mal gehabt. Den Zorn auf den Ex-Partner. Ein Mensch, mit dem du einen gewissen Zeitraum deines Lebens zusammen warst, den du sogar geliebt hast und im Endeffekt fragst du dich, warum eigentlich? Es gibt auf der Welt die verschiedensten Geschichten über Eifersucht, Emotionen und sogar Rachepläne von Ex-Partnern. Auch ich habe vor ein paar Jahren eine krasse Geschichte erlebt, als ich glaubte, meine große Liebe 350 Kilometer von mir zu Hause entfernt gefunden zu haben. Wir waren fast ein Jahr lang zusammen und dann hatte sie sich entschlossen, zu mir in die Gegend zu ziehen. Und genau an dem Tag, als sie hergezogen ist, hat sie Schluss gemacht, weil sie einen anderen Kerl hatte. Ich meine nur, what the fuck? Menschen können bei so etwas echt unberechenbar sein. Ja, sowohl Männer als auch Frauen. Denn viele Freunde haben mir schon erzählt, dass ihre Beziehung von heute auf morgen auf einmal beendet war. Und das auch nach vielen Jahren. Ich war damals, glaube ich, 18 Jahre alt, als mir diese Geschichte passiert ist. Und ich bin damals in ein ziemliches Depressionsloch gefallen. Von wegen, ich will nie wieder eine andere Frau und die Welt ist so scheiße. Bis mir dann irgendwann klar wurde, dass das alles völliger Schwachsinn ist. Denn erst im Nachhinein wurde mir klar, was das überhaupt für ein Mensch ist. Durch gemeinsame Freunde habe ich erfahren, dass sie mir noch monatelang auf meinem privaten Facebook-Profil nachspioniert hat. Das lag daran, dass sie an den Browser auf ihrem Laptop noch eingeloggt war und dadurch hatte sie Zugang zu all meinen Passwörtern. Es hieß sogar, dass sie noch ein halbes Jahr lang meine privaten Chatverläufe mitgelesen hatte. Zu meiner eigenen Freude hat sie dabei auch noch Flirts mit anderen Mädels mitbekommen, welche sie richtig angepisst hat. Ich habe sie im Nachhinein sehr, sehr dafür verflucht und dieses Nachspülen fand ich schon ziemlich krankhaft von ihr. Aber in dem Zeitraum, in dem wir zusammen waren, war ich wirklich sehr, sehr glücklich mit ihr und ich habe etwas fürs Leben dazugelernt. Und dafür danke ich ihr. Unter anderem habe ich für mich gelernt, und da könnt ihr mir gerne das Gegenteil erzählen, das ist mir scheißegal, Beziehungen auf eine solche Entfernung funktionieren einfach nicht. Ich selbst habe tendenziell schon viele Beziehungen hinter mir. Und ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das Wichtigste für mich ist, ich habe Erfahrungen gemacht. Und ich finde, man sollte für die schöne Zeit, die man erlebt hat, dankbar sein. Alles in allem kommt es aber immer darauf an, wie man mit dem anderen Schluss gemacht hat. Was also tun, wenn der oder die Ex wirklich einen Denkzettel verdient hat? Hier kommen meine Top 5 Ideen, wie man sich an seinen Ex-Partner rächen kann. Platz 5. Unbekannte Vorlieben. Bitten Sie einen Freund auf der Arbeit des Ex-Partners anzurufen und diesem über seine Sekretärin oder einem Kollegen ausrichten zu lassen, dass das SM-Treffen diesmal beim Phallus Philipp stattfindet und ob er bitte seinen Elektroschocker mitbringen könnte. Das Passwort haben Sie auch geändert, es lautet nun Fleischpeitsche. Platz 4. Ihr ehemaliger Partner wollte Sie nicht mehr als Freund oder als Freundin? Dann kriegt dieser eben eine neue. Melden Sie ihn doch einfach bei einer Partnervermittlung an und geben Sie das Alter der gesuchten Dame oder Herrin um die 80 an. Seine Mailbox wird glühen. Platz 3. Manche Ex-Freundinnen bringen fiese Aktionen, wie zum Beispiel ein Bild von sich selbst beim Sex mit ihrem Neuen an dich zu schicken. Nun, wie wäre es, wenn ihr dieses Bild einfach an ihre Mutter weiterleitet? Platz 2. Spiele mit ihm einen Kopfstreich. Schicke ihm einen Text, der besagt, ich liebe dich oder ich vermisse dich. Dann sende kurz danach einen weiteren Text, der sagt, oh Mist, entschuldige, aber diese Nachricht sollte nicht an dich. Platz 1, und der kommt von mir und ist mein absoluter Favorit, zeig ihm, wie glücklich du ohne ihn bist. Dies kannst du mit Urlaubsfotos oder Fotos mit Freunden oder einfachen Texten machen. Es gibt keine größere Strafe, als ihm oder ihr zu zeigen, wie wenig du auf sie angewiesen bist. Ja, da sind schon ein paar coole dabei, wie ich finde. Achtet bei solchen Aktionen allerdings darauf, dass ihr euer Gesicht wahrt, wenn ihr so etwas tut und dass ihr euch nicht lächerlich macht. Und ihr solltet sowas echt nur als Endstrich benutzen. Habt ihr vielleicht noch ein paar Ideen, wie man sich an seinem Ex-Partner vernünftig rächen kann? Oder habt ihr vielleicht ein paar Geschichten selber erlebt, wo ihr sagt, das hätte die Person wirklich verdient? Und was gibt es noch mit dem Buchstaben E, was ihr total ätzend findet? Holt dann bitte in die Comments und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr das T-Shirt hier haben wollt, Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen die Kommentare vom letzten Mal. Haut rein!